Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und willkommen zu diesem Video und damit auch zu einem neuen Projekt, einem Survival-Projekt. Und zwar spielen wir Modded Minecraft, ja, welche Überraschung, haha. Seit langem wieder mal ein Survival-Projekt, für mich halt. Der Kanal war jetzt ziemlich lange inaktiv, hatte ziemlich viel zu tun und jetzt habe ich gerade mal wieder Zeit und dachte mir, ja, ich habe gerade wieder Bock auf Survival Minecraft und wir haben viele Mods drauf, Technik-Mods, Dinosaurier-Mod darf nicht fehlen bei mir, wer das mich schon länger verfolgt, weiß das und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit den Grundlagen. Holz schon schön gefarmt, Inventar geöffnet, die ersten Holzplanken rausgezogen, schön zum Crafting-Table gemacht, so. Hier oben schon so ein kleines Hexenhaus. Die Hexe ist zu Hause. Können wir also gleich mal nichts holen, fürchte ich. Also erstmal nichts holen. Bei uns so Plenty ist auch oben. Wie ihr sehen könnt, also es ist nicht die normale, nicht die normalen Biome. Gut, wir craften uns mal das Standard-Equipment. So. Die Sticks. Und machen uns mal eine Holzspitzhacke und bauen mal ein bisschen Stein ab. Ich weiß, am Anfang kommen jetzt einfach mal ein bisschen die Basics dran. Gehört auch mal wieder dazu. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, muss ich zugeben. So. So, wir haben ja jetzt die Fleischspitzhacke. So. Mal schauen, wie sich das Projekt entwickelt wird. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Also ich werde, glaube ich, Spaß daran haben. Es ist ein Modpack, das ich zusammengestellt habe, das ich selbst zusammengestellt habe. Wenn ihr wollt, kann ich ein Ticket-Modpack draus machen, damit ihr das Ganze dann auch spielen könnt. Damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, wie das da so ist und was ich... Ach, vergessen einfach, ich rede gerade nur Blödsinn. Ich bin gerade ein bisschen geschwächt, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Kopfweh, die Nase ist ein bisschen verstopft, das übliche halt, so ein bisschen grippemäßig. Ja, da kommt Freude auf, aber was soll man? Naja, so, mir fehlt noch eine Axt, die mache ich mir ganz schnell aus. Nein, so geht die Axt. Genau da. So. Ich glaube, ich muss mir jetzt kurz mal die Sounds leiser stellen, weil die so extrem laut. So. Ich hoffe, man hört die Sounds jetzt auf der Aufnahme noch gut, aber ich schätze schon. Für mich im Kopfhörer waren die halt gerade extrem laut, deswegen muss ich die runterstellen. Falls die Sounds jetzt zu leise sind, werde ich das bis zur nächsten Folge wieder richtig einpegeln, aber. Mich waren die jetzt einfach extrem laut gerade und so kann ich nicht mehr aufnehmen, da höre ich mich selbst nicht mehr gut. So, was ist denn das hier? Okay, das ist Schlamm. Wir haben so plenty, schön. Schauen wir mal, ob wir draußen Zeppelin kriegen. Ist immer ganz gut, um die Holzkohle vorzubereiten. Wenn man was hat, was man als Brenn verwenden kann. Schauen, ob wir einen Zeppelin aus dem Baum rauskriegen. Ja, bitte, bitte. Ja. Schauen wir gleich nochmal zurück. Jetzt gehen wir wieder davor zu unserer kleinen Höhle. Das ist sicher auch gut für den Start, weil wir nötigen Erze kriegen aus der Höhle und uns nicht irgendwie so runterbuddeln müssen. Immer lässig, wenn man sich so seinen eigenen Gang. So, buddeln muss. So, wir legen mal das Holz hier rein. Brennen uns ein bisschen Holzkohle durch. Ah, da haben wir auch einen Sapling reinbekommen, sehr gut. So, während das hier brutzelt, können wir schon mal ersten Schritte in die Höhle machen. Vielleicht noch ein bisschen Stein abbauen, ein Schwert wäre noch ganz gut. Ja. Schwert, was noch... Ja, als nächstes kommt dann eh schon eigentlich Eisen.
Können wir uns einen Eisenspitzhacke machen? So, die Charcoal können wir da reinlegen. Jetzt mal das Eisen schnell durch. Dann baue ich mal schnell noch mal ein bisschen Holz ab und baue mich schnell mal ein bisschen ein. Weiß ich nicht. Also jetzt kommen sicher gleich die ersten Monster. Und dafür möchte ich gewappnet sein. Zack. Mal das Holz schon durchcraft. X machen. Ein Steinschwert, ganz wichtig. Da können wir so. Habe ich eine Mod drin, wo ich eine Steinrüstung. Warte mal. So. Gut. Dann haben wir auch schon ein bisschen Eisen. Machen wir uns direkt eine Eisenspitzhacke. So, Eisenspitzhacke am Start, jawohl. So, gut. Und ich will. Ah, warte mal. Erst nehmen wir uns noch ein bisschen Holzkohle mit oder schauen mal in die ein, um mal irgendwo Kohle. Schaut jetzt so aus, dass da direkt eine Holzkohle ist, weil sonst sehen wir nichts in der Höhle und das war ja nicht so. Mal schauen, ob der Flamingo ein bisschen Essen gibt, weil ich sehe schon, ich habe Punkt verloren. Jawohl, das gibt Essen, jawohl, das ist gut. Da haben wir eh gleich ein paar Vögelchen auch noch. Oh. Autsch, das hat wehgetan. Gut, Holzkohle ist durch. Dann machen wir uns noch schnell ein paar Fackeln hier an der Werkbank. Zack, zack. Und dann schauen wir mal. Gehen wir mal ein bisschen rein in die Höhle hier. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Sagt er und stürzt den Berg fast hinunter. Ich wollte noch die Flamingos durchbraten. Weil, wie ihr sehen könnt, geht meine Nahrungsanzeige schon ein bisschen runter. Genau, eine Schaufel könnte ich machen. Die mache ich mir aber aus Eisen direkt. Damit. Eisen. Zuerst, jawohl. Und die Eisen. Schaufel haben wir hier auch am Start. Gut, dann nehmen wir uns die zwei Flamingos raus, essen die mal schnell. Und gehen noch ein bisschen in die rein, würde ich sagen. Nee, zuerst holen wir uns noch ein bisschen Erde raus. Als Bau- und Stützmaterial, damit wir ein bisschen was haben, womit wir uns runtergraben können. So, 16 Erde. Anfang mal genug. Und dann bauen wir uns da mal so langsam. Ja. So. Aha, da haben wir ein neues Erz. Ein Steinsalz. Ja, ich habe mein Minecraft auf Englisch gestellt, weil ich einfach mehr mag, wenn es auf Englisch ist. Aber ich versuche das so gut wie möglich auf Deutsch für euch übersetzen. Geht. Wenn ich schnell genug bin. Bin ja auch nicht der Beste in Englisch. Aber ich bemühe mich. Euch bemühen. Und da haben wir auch schon die ersten Fossilien. Okay. Das ist vom Mod Jurassic Craft, wie ihr schon sehen könnt. Bauen das erstmal ab und ging nicht. Aha, interessant. Muss ich mich noch schlau machen, wie das Ganze dann wirklich funktioniert. So, da bauen wir noch ganzen Fossil. Schauen wir mal, ob wir da was rauskriegen. Nein. Feuerstein und oh ja, da haben wir es rausgegeben. Ja, ein Pflanzenfossil. So, die Kohle nehmen wir auch mal mit für den Ofen und für ein paar mehr Fackeln. Kohle bauen wir noch schnell ab. So, tick, tick, tick. So. Ich liege lassen die Kohle. So, dann schauen wir noch mal schnell zurück an die Oberfläche. Das Steinsalz können wir noch mal mitnehmen. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Oder das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Ich weiß noch nicht,
Also ich werde mir das mal anschauen. So. Jawohl. Zack, zack, zack. Dann legen wir ein bisschen rein. Auch noch. Haben wir? Ja, ich habe genug Holz natürlich. Brauche ich noch schnell eine Kiste. Eine Kiste. Zack. Und legen mal das wichtige Zeug da rein. So. Und ich würde sagen, das war's schon wieder von dieser Folge. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Like geben, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, dann schreibt bitte in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.